Es braucht kein Intro. The Race, Folge 5. Wenn ihr die ersten 4 Folgen nicht geguckt habt, holt's nach Ende. Es geht los. Es fängt an, richtig, richtig freudig zu werden. Aber Leute, das Wetter ist unglaublich. Met those guys, hab die gerade einfach getroffen. You guys have like a room already for the night, right? You think I can crash there? Jovan schnort weiter, Bruder. Die Sache ist die, ich lese ja, was ihr auch schreibt unter meine Reactions auch auf YouTube nachher. Ich lese das, dass viele haten gegen Jovan, voll frech, bla bla bla. Und ich meinte ja auch immer wieder, ich habe mulmiges Gefühl, ich find's irgendwie frech und irgendwie unhöflich diesen Schweden gegenüber und so weiter. Ja, man muss aber eine Sache dazu sagen. Es ist immer noch ein Wettbewerb und es geht darum, den zu gewinnen. Und natürlich greifst du dann zu allen Mitteln, die in deiner Kraft stehen, um das zu gewinnen. Darum geht's. Deswegen das Format. Deswegen ist der Teilnehmer im Format. Klar, es geht darum zu gewinnen. Und wenn ihn das näher ans Ziel bringt, trotzdem kann man natürlich seine Meinung sagen. Tue ich ja genauso. Und sagen, ja, das ist nicht der sympathische Weg. Sagen wir mal so. Sympathischer kommt dann natürlich Daniel rüber, der mit den Leuten in ihrer Sprache connecten kann und sich lieb rumfragt und nach Hilfe fragt, anstatt sich einfach da so reinzudrängen, so mäßig, ne? Es ist strange, aber ich bewundere ihn dafür, dass er das überhaupt kann. Ich würde das nicht ansatzweise hinbekommen. Ja, ja, safe, safe, safe. Ich würde auch mich selbst zu cringe finden, als dass ich jetzt so wie er mit den Schweden da bis nach Sevilla, oh Junge. On the floor or not really? For me? Yes, yes, it's okay. For me, it's okay. Really? Ich gehe gleich einfach hier an den Rechner. So, und jetzt schnell einen Reddit-Account. Da bin ich super gespannt drauf. Das war so smart von Dave. Dave hat einen Reddit-Account erstellt. In einem Apple Store oder was das war. Oder halt in einem PC-Laden. Hat in so einem Reddit-Mitfahrgelegenheits-Subreddit reingeschrieben. Yo, ich muss von Valencia nach Barcelona. Da bin ich sehr gespannt, ob sich da jetzt Leute gemeldet haben. Super gespannt. Und hoffentlich antwortet da jemand drauf. Herzlich willkommen aus Malaga. Malaga. Oh, give me one. Lauren. Richtig, und Lorenz und Daniel sind einfach zeitgleich in Malaga angekommen. Alter, ist das krank! Yeah. Das ist echt sehr beschissen gerade. Wie soll ich das denn machen? Dave, du packst das! Keinen Bock mehr. Fuck! Mann, das ist so ein cooles Intro. Ich werde es bei jeder Folge sagen. Mann, ist das Intro nice. Gerade jetzt nach den ersten wirklich heißen Tagen merkt man wieder, wie wichtig kühlender Schlaf ist. Und jeder von euch kennt das Prinzip, ein Bein aus... Ah ja. ...aus dem Bett zu halten. Aber wie schön wäre es, all das nicht mehr zu brauchen. Abhilfe schaffen nicht nur die Airgrid-Matratzen und Kissen von Emma, welche über das Gelgrid-Material bei warm... Ich kann es euch sagen, wie es ist. Ich schlafe auf meiner Emma-Matratze ultra gut, Digga. ...an Nächten temperaturregulierend wirken, sondern auch die altbewährte Emma 25 Hybrid, über die ich schon einige Male gesprochen habe. Okay, ich habe die euch auch schon vorgestellt und alles und dies, das. Wir brauchen es jetzt nicht komplett gucken. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt Dave und The Race unterstützen. Ihr könntet aber auch mich. Wisst ihr wessen. Viel Spaß mit dieser Folge. Okay, Zwischenstand, Jovan in Sevilla, die drei in Malaga und Dave durch Schwarzfahren bis nach Valencia gekommen. Was geht? Was geht? Kein Small, das ist so random. Du bist der zweite, den ich treffe. Wirklich? Brian auf der Fähre. Welche Fähre? Tanjamet Algeciras. Ihr habt es am ersten Tag gepackt? Direkt. Geil. Du auch? Ja, ich war mit Dave auf der Fähre. Was denn? Jovan hat die Fähre nach 2 Stunden gekriegt. Geisteskrank. Ich bin tot. Alles ist nass. Und ist auch alles nass. Ja, bist du jetzt hierher gekommen nach Malaga? Mit einem Bus. Ja. Das Trampen ist so riese. Keiner will einen nassen Menschen. Natürlich nicht. Ich bin gerade übelst am Struggling. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ne? Aber es ist cool, dass die sich wieder treffen. Muss sich gegenseitig helfen. Nee. Aber. Wenn du eine Karte sammeln willst. Nee, kann ich nicht machen. What is happening? Krank. Wir haben alle übelste Probleme, übelst am Struggeln. Jetzt hier mit Daniel in Malaga zu sein, bedeutet wahrscheinlich, dass die anderen schon weiter sind. Das heißt, dranhalten. Das heißt, sputen. I will just write something small there.
In der letzten Folge hat Jovan nicht nur Theophile und Lucien kennengelernt, sondern auch ein Auto mit Kölner Kennzeichen gefunden. Aha. Choose this car. I didn't understand. Come here. You can show me. This car. It's a German license plate. And it's actually from the town where I have to go. I just want to write down something real fresh. Oh, was ist das denn? Zu Beginn war es sehr durcheinander in meinem Kopf. Selbst, aha, er führt Tagebuch. Einfach geleakt. Ja, das Ding ist, er dürfte jetzt ja mit denen nicht bis nach Köln fahren. Ne? Die Regel ist ja, du darfst nicht mit einer Mitfahrgelegenheit über zwei Ländergrenzen. Aber die könnten ihn halt bis zur Grenze Frankreich-Deutschland mitnehmen. Ah, you guys are like, you have WhatsApp? Yeah. Okay, then I can ask them for WhatsApp. Okay. Mm-hmm. Yeah, but the thing is with the rain. This one is actually rainproof. Please bring me back home. Digga, das wäre so crazy. Okay. So let's continue the trip. First of all, I already like you guys and I would love to just like spend the whole day with you because I don't feel so alone. But second of all, do you think you could help me to buy me like a bus ticket to maybe another city? Ich überlege gerade, die hatten ihm auch schon Kohle gegeben, oder? Die hatten ihm doch irgendwie 5 Euro oder 10 Euro oder sowas in die Hand gedrückt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber kann es sein, dass die ihm Geld gegeben haben und er fragt jetzt nach noch mehr? Ja, maybe a bus ticket. Yeah, it's okay. Bus ticket. Cool. Eat something or drink something. Yeah, let's. Junge, was für Ehrenmenschen, ne? Just so we can check everything. Ja, jetzt bin ich mit Alex hier. Ich trinke mal Biri und guck mal, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, für mich irgendwie weiterzukommen. Tomorrow at 6. Yeah. Sevilla, Barcelona. 65 euros. It's still a lot of money, right? Chance, oh. But this one is cheaper. Yes, it's cheaper. 45 euros is for you. Ja, 45 Euro könnte man sich zusammenschnochen, wenn er jetzt die nächsten 24 Stunden auf der Straße jeden anquatscht. Jo, hast du einen Euro? Wäre eine Möglichkeit. I think it's okay. If we spend 20 Was? Die wollen ihm das bezahlen? 45 Euro bis nach Barcelona? Junge, das ist... Das, hä? Dann hat er ja gefühlt die halbe Strecke geschafft. And in Barcelona is pretty good for you. Really, guys? You would do that? Yeah, of course. No way. Guys, are you being... Junge, was ist denn bei Jovan los? Ey, der gewinnt das Ding noch, einfach nur, weil er solche korrekten Leute immer findet, ne? For real? Die Frage ist, zieht er ultra korrekte Menschen an, weil Gleiches sich gerne mit Gleichem gesellt? Oder zieht er ultra korrekte Menschen an, weil Gegensätze sich anziehen? Was glaubt ihr? Here's what I have to drink to get this price. 15? Yeah. Guys, I don't drink that much alcohol. I drink one beer a month. I have to drink 5 of them. The price of the ticket in 10. Aber damit schenken sie ihm ja das Doppelte nochmal, wenn sie ihm das ganze Bier jetzt auch noch ausgeben, ne? Yes, yes. Gracias. Okay. First of all, cheers to you guys. Thank you so much for trying to help me. You're welcome. Really, really appreciate that. Ja, cheers, Freunde. Schwing. Wo hab ich denn? Da hab ich. Hm. Traurig. Jetzt ist leer. Kann ich mir noch einen Holy? So you guys are really doing that for me? Digga, Ehrenjungs, wirklich. It's like... Please. Man. Nah, bro. Dang. Bro. Appreciate it. Come here, man. Oh, der war aber gut. Oh, der war richtig gut. Abfüllen und für die Sauna-Session später. Stimmt, die wollten ihn noch in die Sauna. Oh, warte, den muss ich aber nochmal sehen. Leute, der hatte einen richtig guten Sound. Genießt den Sound. Seid ihr ready? First try. Nah, bro. Dang. Bro. Appreciate it. Dieses Hochfrequente, hört ihr das? Das. Nee, das ist eben nicht das, sondern es ist wirklich so ein richtiges. Also ein. Ach man, ich kann es gar nicht richtig nachmachen. So ein richtig. Ah, ihr wisst, der ist gut, wenn dieses hochfrequente Ploppen durch die ganze Bar resoniert. Bro, appreciate it. Ja, der war gut. Come here, man. Thank you so much. Really appreciate it. Also ich habe jetzt eine Reservierung für ein BlaBlaCar. Siehste, BlaBlaCar, was sag ich denn?
Wasser. Tick, ciao. Ja, er durchquert jetzt einfach ganz Spanien in einem Auto. Nicht mal ein Reisebus mit 150 anderen oder sowas, sondern Blablacar, also Mitfahrgelegenheit. Das ist eine Privatperson, die von Sevilla nach Barcelona fährt und ihn mitnimmt. Krass. Ich sag ja, Blablacar ist in Spanien richtig so der Geheimtipp. Krass. Du musst dir halt leisten können. Ich habe für meine Verhältnisse gefühlt nichts gegessen. Ich habe ein Bier gerade getrunken, relativ zügig. Ich spüre es einfach komplett. Ich habe nichts in meinem Körper ab. Die Jungs sind komplett krass. Jetzt hoffe ich noch, dass dieses Blablacar einfach annimmt. Dann bin ich heute Abend 0:00 Uhr, fährt das Blablacar. 12 Uhr komme ich in Barcelona an. Ist ja perfekt. Ich werde aber die ganze Nacht schlafen im Auto. Heftig. Perfekt. Morgen schwimme ich am Strand im Wasser, Leute. Morgen schwimme ich am Strand im Wasser. Crazy. Ich wollte gerade sagen, von so einem Höhenflug muss es doch jetzt zu Brian gehen, oder? Zu Bad Luck Brian? Ich wusste es, dass sie genau zu dem Shot drüber schneiden. Das ist jetzt der Fahrplan. Der Er ist so deprimiert. Hier ist das Wasser. Irgendwo hier sollen die Hostels sein und irgendwo am Wasser war der Campingplatz. Und irgendwo am Wasser werden auch Camper stehen, wenn das in Spanien legal ist. Digga. Oh, da war jemand auf Boah, guckt euch dieses Wasser an. Jetzt spritzen einen auch die ganzen Autos hier nass. Oh, da muss ich euch ganz kurze Story erzählen, Leute. Die ist mir neulich passiert. Ich bin beim Arzt gewesen, wegen Sehnscheidenentzündung im Handgelenk. Da noch Apotheke und wieder Arzt und hin und her, blablabla. Bla bla. Es war so Passierschein A38. Aber ich hab's geschafft. Da war ich auf dem Weg nach Hause. Ich hatte jetzt tagelang, heute ist wieder der erste volle Tag, wo ich so, ich hatte jetzt die ganzen letzten Tage noch so einen Verband drum mit so einer Salbe und so. Und ich wollte nicht, dass dieser Verband nass wird. Ich gehe los nach Hause, Platzregen. Aber dieser andere Platzregen, dieser 3 Sekunden war ich draußen und als hätte jemand einen Eimer Wasser über mich gekippt, als wäre ich so in den Pool gesprungen. Komplett durchnässt, ne? Das sah so bescheuert aus. Ich bin erstmal so die... Nee, nicht Hand in der Hose. Ich bin so die Straße lang gelaufen. Ich hatte hier den Verband von hier bis hier und hatte gedacht, ich versteck's unterm T-Shirt und bin so die Straße lang gelaufen. So, das Ding ist, das T-Shirt war natürlich ganz schnell komplett durchnässt und am Ende war es trotzdem alles nass. Was eine Kacke. Aber das Witzige ist, dann kam ich von der Straße, von so einer Seitenstraße auf die Straße, die dann schlussendlich zu unserem Haus führt. Und ich laufe so durch den Regen und das Ding ist, erstmal hatte ich miese Laune. Toll, jetzt bin ich nass und verbannt und ist ja kacke. Aber dann war ich so, nein, weißt du was? Da habe ich David Goggins Stimme wieder im Kopf gehabt. Den Song In Essence. Warte, den mache ich direkt einmal an. Das sind genau die Tage, die zählen, dass du auch im Regen noch draußen die Schritte sammelst und dich nicht abholen lässt mit dem Drecksauto, weil du kleines, dummes Weichei bist, sondern durchziehst, Schritt für Schritt, stay hard. Das hatte ich so im Kopf und war so, nee, weißt du was? Ich genieße das jetzt. Ich genieße jetzt jeden Schritt, den ich komplett durchnässt bin und meine Füße haben es schon so im Schuh gemacht, ne? So, war mir egal. Ich genieße das jetzt. Und dann hatte ich ein Lächeln im Gesicht. Und ich habe wirklich gelächelt und ich habe wirklich gelacht. Und dann kam so eine richtige Welle nochmal. Und dann habe ich wirklich auch noch laut gerufen. Ich glaube, irgendein komischer Opa hat es noch gesehen gehabt, der selber durch den Regen mit so einem Kinderwagen, mit so Plastik drüber, so eine Abdeckung, weil ich dann meinte, ja, übertreib. So, ne? Also ich habe im Prinzip mit Gott gesprochen, der gerade auf die Erde pisst. Naja, auf jeden Fall ging ich dann vorbei, wo so ein Zaun war. Und auf der anderen Seite von dem Zaun dürften irgendwie Kinder gewesen sein. Weil, als dann plötzlich dieses Wasser nochmal kam, hörte ich plötzlich die ganzen Kinder schreien. Ah! Und das fand ich noch lustiger. Es war so richtig Comedy. Ich höre diese Kinder. Ich lache mir einen Ast ab und plötzlich sehe ich so einen Typ vor mir, der auch die Straße langläuft, die zu unserem Haus führt. Genau wie ich. Wir waren die einzigen beiden Deppen mit kurzer Hose und T-Shirt. Ich glaube, er hat einen Hoodie angehabt mit Kapuze drüber. Auf jeden Fall waren wir die beiden einzigen Deppen in Sportschuhen und kurzer Hose, die überhaupt nicht auf diesen Regen vorbereitet waren. Sehe ich diesen Ultimate Sigma, wie er ohne mit der Wimper zu zucken, ohne eine Miene zu verziehen, geht er einfach. Er zieht durch, geht durch den Regen. Dann fuhr ein LKW die Straße lang und hat Ultra-Aquaplaning ihn komplett nass gemacht. Ihm kam so eine Welle Wasser entgegen. Ich musste so grinsen. Und es war halt noch so viel lustiger, weil in meinem Kopf war immer noch der Modus. Und der Typ geht vor mir. Ohne mit der Wimper zu zucken, geht er durch den Regen, ja? Und es stört ihn nicht mal, dass er komplett nass wird. Ich selber die ganze Zeit dodge so immer, wenn Autos irgendwie so der hier, ne? Und er läuft Ultimate Sigma. Ich dachte, Junge, was ist das für ein Badass? So ein krank
Badass-Typ, ne? Irgendwann hatte ich dann gesagt, ja komm, kack drauf, ich bin jetzt eh komplett durchnässt, ich jogge jetzt noch die letzten 500 Meter oder so. Und dann bin ich gejoggt und kam diesen Typen immer näher. Und irgendwann war ich ganz dicht hinter ihm und dachte, naja, jetzt muss ich hier abbiegen, weil jetzt geht's aufs Grundstück vom Haus. Ich laufe jetzt zu mir zum Haus. In meinem Kopf war so, an der Stelle trennen sich unsere Wege. Und dieser Ultimate Sigma biegt aber auch ab und geht auf unser Grundstück. Und da habe ich erst gecheckt, das ist mein Bruder. Das war einfach Tobi. Da habe ich das erst gecheckt. Dieser Giga-Chat, der durch den Regen läuft, ohne mit der Wimper zu zucken. Einfach Tobi, der wahrscheinlich in seinem Kopf genau den gleichen Film hatte wie ich. Und das Ding ist, ich meinte dann, Tobi, Tobi, Tobi. Und er hat mich nicht gehört. Er hat anscheinend Kopfhörer drin. Er kam gerade vom Gym, war noch voll in diesem Giga-Chat-Modus. Ja, Mann, ich hab's durchgezogen. Auch an so einem Tag bin ich ins Gym. So, und er hatte wahrscheinlich, ich schwöre, ich weiß nicht, Tobi kann es nachher im Schnitt hier mit einem Textfeld bestätigen, ob ich richtig liege oder nicht. In meinem Kopf hat er dann auch noch in dem Moment so Sigma-Musik gehört, weißt du? Irgendwie lief noch in seinem Kopf, wahrscheinlich lief sogar das hier. Das war so unendlich lustig. Das wollte ich euch einfach erzählen, wo ich hier gerade das Aquaplaning und so gesehen habe. Oh Gott, jetzt habe ich wieder so viel Zeit verschwendet. Der scheiß Regenschirm bringt auch gar nichts mehr. Warum ist das Wetter denn so, Alter? Leute, ich bin so ein Fan von Good Time und Spaß haben. Aber jetzt gerade ist hier ein Limit, ey. Ich habe keinen Bock, dass alle denken, ich bin hier nur am Rumpupen, ey. Aber es ist Maximum hier. So Leute, es ist soweit, es geht nicht mehr. Hier ist ein Hostel. Ich hab schon gesehen, es kostet 49 Euro. Er macht die ganze Revolut-Karte leer, komplett. Oh. Und damit werde ich die Karte einlösen, das hätte ich nicht. Imagine, er gewinnt, er kriegt gar kein Preisgeld. Ich gedacht, dass ich in Malaga festhänge und jetzt 50 Euro für ein Hotel ausgebe. Oh, Hostel. Das ist ein richtiger Fail, aber Energietanken, morgen geht's weiter. Aber da kommt er ja ultra langsam voran, wenn er jetzt den ganzen Tag noch in Malaga verbringt. Sorry, ja? This is the hostel? Yes. Where can I check in? Yes, of course I go. Yes. Die Musik dabei. Your name on the reservation? No. You have reservation? Your name? No. Reservation? No. Or no? Aha, okay. What do you need? Pardon? What do you need? A room. How much is the room? 45 euro for the room. It says for me alone a room? Yes, alone. Okay. 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 Do you know what the weather is tomorrow? Same. Yes? Jetzt ist Cash weg. Morgen kannst du nicht im Hostel chillen. Aber okay. Ihr müsst das so sehen, Mindset ist alles. Das hier zu gewinnen ist 90% Mindset. Und wenn das ihm hilft, mental sich wieder aufzuladen, wieder neue Energie zu tanken und deswegen dann 3 Tage richtig durchziehen zu können, dann ist es okay, dann ist es das Investment wert. Ja, Bro, jetzt erstmal die ganze Kacke wegduschen, ne? Die sind so nah beieinander, ist das krass, ey. Es gibt einen Bus zum Flughafen, der kann nicht so teuer sein. Für die Euros, die ich noch habe, werde ich das mir leisten können. Das ist trocken, da sind Leute, die Flüge sich leisten können und Geld haben. Let's see. Mittagessen. Ein Kühlriegel. Mmh. Perfekt. Im Mülleimer, Regenschirm gefunden. Kaputt. Kann ich aber vielleicht reparieren. 3 Euro bezahlt. Mhm. Gerade noch genug. Zum Flughafen will er. Aber das Ding ist, Flughafen ist wieder so außerhalb, ne? In der Stadt hast du zumindest Autofahrer. Da bist du so richtig außerhalb. Obwohl, da hast du wieder Langstreckenfahrer. In der Stadt eher nicht. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Es kann sein, ja? Malaga Flughafen. Könnte sein, dass es gar nicht mal so dumm ist. Wie sehr würde ich jetzt gerade einfach gerne in einen Flieger steigen und nach Hause. Regelwerk sagt, keine Commercial Flights. Es ist egal, auf welchem Weg und mit welchem Fortbewegungsmittel die Teilnehmer nach Köln ins Ziel kommen, solange sie diese 2 Dinge beachten. Nummer 1.
Betritt ein Teilnehmer ein Verkehrsmittel, darf er damit maximal eine Landesgrenze überschreiten. Zwei Grenzen auf einmal mit der gleichen Mitfahrgelegenheit zu überqueren, führt zum Ausschluss. Daraus ergibt sich Nummer 2. Kommerzielle In- und Auslandsflüge sind nicht erlaubt. Ja, aber du könntest jetzt sagen, okay, er fliegt bis kurz vor die Grenze. Aber natürlich. Deswegen hier einfach schauen, ob man seine Schuhe trocknen kann, ob man hier vielleicht übernachten kann. Und ob man ja, am Flughafen kannst du übernachten. Das ist gar nicht so dumm. Ja, das ist schlau. Hier Geld machen kann. Das sind meine 3 Ziele hier am Malaga Flughafen. Alright. Ich glaube, wir sollten uns irgendwie so ein Einkaufszentrum suchen oder so, wo wir ein paar Leute anquatschen können. Ja, ich glaube, das ist eins. Geil. Geil hier. Perfekt. Das Einkaufszentrum. Me llamo Daniel y ahora estoy haciendo un proyecto y estoy viajando en autostop de Marruecos a Alemania. ¿Cómo se llama? ¿En serio? ¿Así? Un bisschen Ehre. Kleingeld haben wir bekommen. Mich nervt es gerade selber. Ich will eigentlich nicht das wieder wie gestern machen, weil es fällt echt keine andere Möglichkeit ein, irgendwie hier aus Malaga heute wegzukommen. Seid ihr Deutsch? Ja, hi. Ich wollte nur einmal kurz wissen, wo wir genau hier sind, weil ich bin gerade erst angekommen. Und wo es hier zur Autobahn geht. Du kannst so, aber auch, die Richtung du ist kannst hier den Bus nehmen, weil hier ist eine Station. Die Station ist ja ein Busbahnhof. Kostenlos. Ja, wir geben dir einen Fünfer. Wirklich? Ja, ich kann dir einen Fünfer geben. Hm? Ehre! Wirklich? Ja, ich. Ultra nett. Mega lieb, die beiden. Im Flughafen übernachten, Tom Hanks Referenz. Ja, genau. Dann, wenn man nicht danach fragt, kriegt man was zugesteckt. Voll gut. Okay, wir haben noch 14 Dirham. Das müssten so 1,50 sein. Hello. I have some rest money from Morocco. Can I change it? I can't do that. No? With coins. Is there any chance you can help me out a little bit? For 1 euro? That is too kind. Wir haben jetzt 12 Euro und 20 Dirham noch oder so. Ich habe jetzt noch die ganze Zeit überlegt, ob ich noch irgendwie nach Almeria oder nach Murcia sogar Geld dafür sparen soll, um dorthin zu reisen. Aber ich habe nochmal die Map gecheckt und es ist fast besser, wenn ich jetzt einfach nach Granada abhaue. Oh, Granada ist richtig schön. Deswegen werde ich jetzt einfach, glaube ich, den Bus nach Granada buchen. Okay, krass. Mir fehlt 1 Euro. Der Bus kostet 13. Ich hoffe, die am Schalter sind nett. Und vielleicht gibt es mir für 12. Ich frag mal. Ja, 13 Euro ist wirklich teuer. Me faltan 50 centimos. Está bien. Tengo que ir allá muy urgentemente. Oh, ist die nett. Sie schenkt ihm die 50 Cent. A las 7 y los Angeles 22-24. Och, super lieb. Muchísimas gracias. Ciao, ciao. Okay, perfekt. Es haben irgendwie 80 Cent gefehlt oder sowas, hat sie jetzt nicht gejuckt, mega. 19 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt noch ein entspanntes Stündchen. Ich muss echt sagen, ich merke wirklich, ich bin gut kaputt. So. Ich brauche heute auf jeden Fall einen geilen Schlafplatz, dass ich mich eine geile, erholsame Nacht habe und dann morgen richtig Gas geben kann. Morgen will ich auf jeden Fall mal richtig Meter machen. Es war heute ein bisschen wack. Alright. Ey, die Sonne zeigt sich immerhin. Der Bus fährt in 20 Minuten. Vielleicht schaffen wir es davor noch, uns ein bisschen was zu essen. Hm? Hola, buenas, ¿qué tal? Una pregunta. Yo estoy viajando sin dinero y estoy preguntando a los restaurantes si tienen alguna comida de ayer. Que van a poner en la basura de todos modos. Ja, sehr schlau und auch moralisch absolut vorbildlich. Super lieb. Aber das Ding ist, so korrekt wie manche Leute da sind, habe ich so das Gefühl, die geben mir jetzt kein Essen, das von gestern ist und sie sonst weggeworfen hätten. Die geben ihm was Frisches auf Ehre. ¿En serio? ¿Sí? Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias. Es ist super amable. Das war extrem, extrem nett. Ich habe gefragt, ob ich irgendwas bekomme, was irgendwie abgelaufen ist oder vom Vortag oder sowas, was sie eh wegwerfen würden. Er hat gemeint, nein. Nach Lebensmittelgesetz dürfen sie theoretisch nichts von gestern rausgeben. Das stimmt? Ende. Aber hat mir jetzt einfach hier so einen frischen Shawarma gemacht. Abendessen ist gesaved. Ehre. Beziehungsweise Mittagessen eigentlich. Ich habe nicht mal Mittagessen.
Oh, das muss so göttlich schmecken, wenn du den ganzen Tag auf Füßen unterwegs bist und nur so Schulriegel hast. So, oh, Junge, das muss so göttlich schmecken, wenn du dann einen Shawarma oder einen Döner oder so. Boah, übelst geil. Eigentlich das erste richtig, richtige Essen. Boah. Geil. Und jetzt Abfahrt nach Granada. Hola, buenas. Junge, Dave ist so weit, ne? Also, völlig egal, was jetzt passiert. Völlig egal, wo ich penne. Völlig egal, ob jemand bei Reddit antwortet. Mein Play ist es. Ich habe auf zwei Reddit-Fahrten geklickt, die beide grün waren. Dave meint Blabla-Car-Fahrten. Fahrten werden nach Entfernung zur Stadtmitte bewertet. Grün symbolisiert eine gute Fußläufdistanz. Mhm. In Valencia, also bedeutet, die aus Valencia sehr gut zu erreichen sind. Und die hatten beide denselben Standort, um Leute einzusammeln. Das wird wahrscheinlich irgendeine Tankstelle sein oder so, kurz vor der Abfahrt nach Barcelona. Und genau da gehe ich morgen früh hin. Und genau dort werde ich BlaBlaCar-Leute anlabern, jeden anlabern. Wenn das der Punkt ist, wo sich Leute treffen, kurz bevor sie nach Barcelona fahren, dann ist das der perfekte Hitchhike-Spot. Und vielleicht ist das sogar die Taktik für alles Weitere. Ja, aber das Ding ist, wenn die bei BlaBlaCar angemeldet sind und sich was dazu verdienen wollen auf dieser Fahrt, dann werden die keinen Platz frei haben oder verschenken wollen an einen Dude, der dann kostenlos mitfährt. Ist ja kacke für die anderen, die zahlen alle 45 Euro. Und ja, aber dich nehmen wir kostenlos mit. Wisst ihr, wie ich meine? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Andererseits sind sie bereit, Randoms mitzunehmen. Das stimmt. Ende. Gucken wir mal. Die Spots genauso finden. So, ich bin back. So, und jetzt gucken, ob irgendwas bei Reddit reinkam. Oh, ich bin so gespannt. Reddit. Oh, das wäre so krass, wenn er jetzt eine Antwort hätte, ne? Wir haben... Sieht nicht gut aus. Nichts. Nope. Okay. Ich habe alles, was ich brauche und mehr. Jetzt geht's Richtung Abendplanung. Ich muss jetzt was essen. Ich gehe nach Russafa, El Cedro oder Beni Maclet. Da sind die jungen Leute. Da probiere ich an Wasser zu kommen, damit ich endlich mir eine Huel-Mahlzeit ballern kann. Und dann geht's ab. Jello Walking von Arthur Benson von Epidemic Sound. Malaga Flughafen hat Dyson. Perfekt. Wichtig. Ich habe gegoogelt. Es gibt einen Flixbus in 2-3 Tagen von Malaga all the way. Smart, 55 Euro. Nach Montpellier, dann wäre ich schon in Frankreich. Ich muss nur einfach 2-3 Tage hier ausfahren, genug Geld machen. Lorenz hat vor dem Start des Rennens mögliche Flixbusrouten gegoogelt. Ah, vorher schon, okay. Überleben und dann ab die wilde Fahrt nach Frankreich. Ich habe jetzt ein Ziel, ich habe jetzt eine Mission. Ich bin nicht mehr ganz so lost. Ich werde das hier rocken jetzt so. Ich kaufe jetzt mein 55 Euro Flixbus-Ticket nach Montpellier. Ja. Ja, aber die Sache ist, wie willst du die bezahlen, Bruder? Erstmal Money Making. Aha. Time. Sorry, do you speak English? Yeah. English? German? Yeah. Deutsch, okay. Ich habe eine ganz random Frage. Ich mache gerade eine Challenge. Ja. Wollt ihr mich irgendwie supporten? Ich brauche dringend Support. Ich will vor den anderen in Köln ankommen. Ich kann dir mein letztes Kleingeld auch. Boah, sowas ist schon mal so. Sowas ist schon mal tot, ist die Hilfe. Vielen lieben Dank. Mein letztes Kleingeld, 5,83 Euro. Heftig. Ja, ihr seid die Besten. 1 Euro, you want to support me, or if it's like... Ja, aber das ist halt, mir tut es so ein bisschen leid jetzt für Brian, weil er sich selbst, glaube ich, so ein bisschen im Weg steht und sich selbst jetzt im Format so darstellt, als wäre er so voll der Loser, so, weißt du? Alle beißen und kämpfen und okay, eine Strategie überlegen. Weißt du was, ich mache das jetzt so am Flughafen und da frage ich die Leute nach Geld und dann der Flixbus so, ne? Lauritz hat einen Plan und alle haben so irgendwie so eine Strategie, so einen Plan und haben Ideen. Und Brian ist so komplett Ideen
problemlos, oh, mir geht's kacke, es regnet, ah, ich kann nicht mehr, ich schlafe jetzt erstmal 24 Stunden, so weißt du. Und dadurch, es tut mir ein bisschen leid für ihn, dass dadurch, dass er jetzt gerade so am Tiefpunkt ist, das aber natürlich mitfilmt und so und dass das ins Format kommt, dass er jetzt vor den ganzen Millionen von Leuten so gefühlt wie so ein Schwachmat dasteht, einfach nur, weil er jetzt gerade halt down ist, ne, so eine Down-Phase hat und die anderen halt besser noch dieses Kämpfer-Mindset haben, auch wenn sie down sind, eine Strategie überlegen. Und Brian ist halt der Mensch, der, wenn er down ist, erstmal down sein will, ne, und erstmal liegen bleibt, bevor er wieder aufsteht, ne, und das tut mir ein bisschen leid für ihn. Aber es zeigt eben, wie hart es eben auch sein kann, ja. Some food, some drink, we don't have anything. The only problem is we are Swedish, we don't have any cash. Thank you anyways, guys. That is already the next step to where I want to go. Thank you so much, seriously, it's a pleasure. 10 cents. Gib dir mal den Zehner und das Kleingeld. Ey, das... Oha, auf Ehre. Das ist schon mehr als das Doppelte, okay, was ich habe. Na, freut mich. Und das wird mich richtig weiterbringen. Alles gut. Ey, das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Der ist wichtig. Der ist sehr, sehr, sehr wichtig. That is what I need. That's business making. Thank you so much, bro. American knowledge? Yeah, this is definitely an exchange somewhere. This helps, man. Thank you. Okay, wir machen Fortschritt. Krass, Alter. Ne, du musst halt dranbleiben, ne? Einfach wirklich dranbleiben und nicht aufgeben. Und jetzt gehe ich zu noch anderen Leuten und ich mache die 55 voll oder die 65 und dann buche ich diesen Bus. Ich buche heute noch diesen Bus. Ich will diese Safety einfach haben, dass irgendwie in 2-3 Tagen mein Bus nach Frankreich fährt. So. Money making ist, glaube ich. Ja, vor allem kannst du dann auch richtig gut pennen, ne? Wenn du erstmal 20 Stunden Bus fährst, klar, gut, das heißt richtig gut pennen. Man schläft jetzt nicht super bequem und schön entspannt für den Rücken, okay, aber immerhin kriegst du ein bisschen Schlaf und kannst dich erholen und hast ein Dach über dem Kopf und es ist warm und du hast nicht diesen Struggle, boah, wo schlafe ich heute Nacht, wie mache ich das, ne? Im Endeffekt, my way to survive. Wer wird als nächstes angequatscht? I don't want to back, that's why I prepared something. I want to sell you something. So if you, by any chance, want to support me or anything. I'll throw you my change. I got like 6 euro. Thank you, man. Digga, Ehre. Norwegian beer. It's a really rare beer, especially here. So you can try to sell it. That's a really smart idea. Capri-Sonne. Norwegisches Bier. Are you interested in buying a beer or something to drink? No, we're I'm doing Mormons. Ah, Mormons. You're joking, right? You're joking. Ich kann euch norwegisches Bier anbieten und ich kann euch eine Capri-Sonne Orange anbieten. 5 Euro habe ich. Ey, krass. 5 weitere Euro, ne? Junge, er ist am Grinden. Leute feiern ein, neue Leute kommen an, Touristen, die Geld haben. Ja, Flughafen war sehr intelligent. Ich hatte erstmal meine Zweifel, aber Flughafen ist sehr intelligent. Die sich Flüge leisten können. Ey, Flughafen ist fast Infinite Money Glitch. Also Flughafen, ja. Jetzt hier noch ein paar Tage und dann wirklich vielleicht diesen Flixbus durch bis nach Montpellier. That's my goal. Oh, jetzt bin ich gespannt, wie es bei Jovan läuft. Also, folgende Sache. Mein BlaBlaCar, was heute Nacht fährt nach... Ah, hat gecancelt. Barca hat einfach gecancelt. Too good to be true. Was ein bisschen mau ist, jetzt kommt Update. Okay, Theophil, what is the new deal? You will dance for people in the street to win like 20 euros at least. Yeah, maybe bring some beer for us, yeah. And then we will buy you a boat, a taxi, okay, to get you Barbecue. Der Grund ist nämlich, dass das BlaBlaCar kommt morgen um 8 Uhr nach Barcelona, aber es ist 7 Kilometer entfernt. Das heißt, ich müsste da mit einem Taxi hinfahren. Deswegen muss ich jetzt 20 Euro verdienen, irgendwie Leute fragen, eher fragen. Ich sag ehrlich, nicht verdienen, eher fragen. Und das ist meine Challenge. Wenn ich es schaffe, dann kriege ich mein Taxi morgen. Weil ich habe keine Maps oder irgendwas, um wirklich den Weg dorthin zu finden. So, it's gonna be fun for everybody now, right? Oh ja. Yeah. I hope it will be fun for you. Cheer. Hola, hermano. Hablas English? You have 1 euro for me? 1 euro? 1 dinero? Para mí? No. Solo uno. Maybe they will give me something. Perdón? Hablas inglés? Solo español? Tengo un dinero para mí? Tengo... Dinero, ¿comprenden? Sí, sí, dinero, sí. ¿Hablas una para mí? Solo un dinero. Solo un.
Ah, awkward exchange. Die stellen ihm einfach Quests. Ja, ja. If I can make one flip, will you give me one euro? Just one euro. I wouldn't do that, sorry. Also, ich hoffe, dass mein Blabla-Car bestätigt wird. Ich muss aber trotzdem. Krass, aber wie er hier jetzt gerade ultra die Pechsträhne hat und Laurenz währenddessen am Flughafen ultra grindet. Klar, wir sehen jetzt nur, was reingeschnitten ist. Kann ja sein, dass Laurenz 100 Absagen bekommen hat und 5 Leute ja gesagt haben. Und Jovan jetzt 100 Absagen und die gezeigt wurden, aber naja. Ich hatte noch ein 20 verdient, weil die Jungs meinen, machen sie nicht jung im Blablaka, aber das war's. Ich will irgendwie 20 organisieren noch. Maybe they are going to Barcelona. You can. Die Semana Santa. Einfach drauf da auf den Altar, hätte ich jetzt fast schon gesagt, ne? Barcelona? Sorry, someone? That's a strange day today. Triquiso, Marilinho, Serranito. On you, thank you. I think you took the best one. Digga, die geben ihm Essen aus, die geben ihm Trinken aus und geben ihm noch Geld. Was für Ehrenmenschen wieder. Auf euch, Jungs. Ich hoffe, ihr schafft es auch gut. Keine Ahnung, wo ihr seid. Ich bin hier in Sevilla. Hoffentlich nicht morgen weiter. Jo Will hat eine neue BlaBlaCar-Fahrt gefunden, die direkt vom Hotel aus startet, nur bis zu einem Vorort von Barcelona. The legend, bro. Endlich mein BlaBlaCar hat angenommen. Doch nicht nach Barca, nach Tarragona. Morgen. Bro, I'm so happy. I'm so happy, man. Brr, 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 brr. Morgen gehe ich nach Tarragona. I'm going to Tarragona tomorrow. Wow. Okay, I should stop. I'm just so happy. Ich bin so happy, Digga. Ach du Kacke. Ich dachte, ich sitze hier fest. Hier habe ich die Jungs getroffen, die mir meinen Arsch retten. Thank you so much, guys. Appreciate it. A lot. I think I like you a lot already. For my guys here. Gute Karma, die Jungs wurden einfach upgegradet auf Größe. Jetzt sind wir auch. Jetzt haben Aha, die haben ein Upgrade bekommen, weil sie korrekt zu Jovan waren. Ich hab gerade gesagt, dass daran liegt, weil die mir geholfen haben. Wie schaffe ich es, dass ich schon wieder hier irgendwo hänge? Ich komme auch noch gar nicht so klar. Digga, er hat einfach zum zweiten Mal in Folge eine Dusche, ein Klo, warmes Zimmer, weiches Bett. Ja. Guys, I don't want to steal anything from you, but there is like a dental set for brushing the teeth. Ja, ja, take it. Do you need that? Give you, man. Thank you, this. Guys, thank you so much, I swear. Digga, ich krieg's gar nicht. An einem Punkt heute war ich wirklich so, fuck, Digga. Ich weiß gar nicht weiter. Und dann passiert sowas. Immer weitermachen, egal was ist. Hat aber eine hübsche View, der Bre. Digga, die geben ihm Drinks aus alles, Junge. Jungs, wo immer ihr auch gerade steckt, der ist auf euch. Ob das bei euch gerade so aussieht? I doubt it. 45 Euro für einen Haufen Scheiße. Ja, was erwartest du denn von so einem Hostelzimmer, Bro? Das ist, glaube ich, das kleinste Fenster, das ich jemals. Okay, das ist schon funny. In einem Raum gesehen habe. Scheiße. Wichtig. Schön Wolf gelaufen, Alter. Wie im Schwimmbad, Alter. Und hier schön fett die Blase. Bah, schmerzhaft. Die ganzen Füße kaputt. Oh nein, ey. Was für eine Scheiße. Man sieht jetzt auch schon richtig, wie blau die Socken sind, weil das ganze Wasser aus der Jeans da reingelaufen ist. Das war ein Point of View, den ich ehrlich gesagt nicht brauchte jetzt. POV, du bist Brians Schuh. Es ist einfach alles nass. Ja, vielleicht gibt es ja einen Föhn in dem Bad, oder? Alles. Und wen es noch interessiert, die ganzen trockenen, also Klamotten, die im Rucksack waren. Scheiße. Oh nein, ich hab das abgefärbt.
Die sind auch alle nass. Es ist alles nass. Brian, jetzt einmal hinsetzen, durchatmen, Schlachtplan aufstellen, Strategie. Wie kriege ich das alles trocken? Wie mache ich weiter? Wie komme ich hier weg, sodass ich morgen mit voller Energie, mit voller Motivation reinstarten kann und morgen in einer anderen Stadt bin, näher an meinem Ziel. Nur so, Brian. Genau das sind jetzt die Punkte. Da ist man gefrustet, da ist man dann sauer und schreit Mann und haut um sich, wie auch immer so. Das ist okay, den Frust rauslassen, wichtig. Aber dann nicht sich immer weiter reinsteigern da drinnen, ne? Sondern dann wirklich hinsetzen, Augen zu, durchatmen und einfach mal einen klaren Kopf kriegen und Schlachtplan aufstellen. So macht man das in der Situation. Alles, alles. Handschuhe, alle T-Shirts, alle Boxershorts. Ja, Mann, ey. Ist doch schick. Guck mal, schönes Wetter. Wollt ihr... Die Sonne scheint... Mich verarschen. Bad luck, Brian, Digga. Einfach alle Entscheidungen falsch getroffen. Von daher, na gut, jetzt, guck mal. Brian, dann mach jetzt das Beste draus. Klamotten jetzt in die Sonne hängen, alles trocknen lassen und Strategie. Jetzt scheint hier die Sonne, ey. Jetzt scheint die Sonne. Könnten die ganzen Kippen nicht einfach rausschneiden? Trägt das so viel zur Story bei, dass er jetzt da... Tobi, kannst du die rausschneiden? Zählt das, wenn ich mir mein Geld jetzt wiederhole? Es liegt jetzt nicht an der Sonne, es liegt einfach allgemein an der Butze. Ja, schlechtes Zimmer, dies, das, aber es ist irgendwie 16 Uhr. Ich habe jetzt hier so 16 Stunden und kann damit gar nichts anfangen und es wird sowieso nichts trocknen. Was ist das denn für eine Einstellung? Wie wird sowieso nichts trocknen? Bro, die Sonne scheint! Ach. Ja, ich probiere das. Ich frag. Sag, ich mach das auch wieder sauber. Keine Ahnung, ob das dann in dem Redewerk zählt. Wenn das Geld wieder drauf ist, ist es wieder drauf. Muss man danach klären. Könnt ihr immer sagen, was ihr dazu sagt. Ja, und jetzt so eine Bauchbinde bitte. Wenn ich jetzt rausgehe und es wieder voll pisst, habe ich sowas von verkackt. Ich werde runtergehen und fragen. Ganz einfach. Also sie würde es klar machen, würde mir aber 36 Euro wiedergeben und 9 Euro Bearbeitungsgebühr behalten. Warum? Das klingt fair. Warum haue ich jetzt hier wieder ab? Weil die Sachen nicht trocken werden. Wenn sie doch trocken. Ey Leute, ihr merkt, dass ich komplett verwirrt bin. Sowas hatte ich noch nie, ey, dass ich jetzt überhaupt gar nicht weiß, wo ich... Schaffe ich das jetzt heute noch? 5:30. Das heißt, ich müsste raus und direkt einen Schlafplatz finden. Ja, entweder ich penne jetzt hier und nutze mich... Also es ist ja natürlich ist es besser als auf der Straße. Aber ich habe die Hoffnung, dass mir das angerechnet wird, dass ich jetzt nicht hier geschlafen habe. Ja, das Geld ist nicht komplett wieder da. Und ich kriege das Geld in bar wieder. Ach Leute, vergesst das alles, ich bleib hier. Geh doch. Oh Gott. Ich würde so gerne hier abhauen. Es ist so scheiße. Ja, was jetzt natürlich cool wäre, wäre Regenradar, ne? Dass man jetzt wirklich sich von wem kurz das Handy leiht oder PC, wie auch immer, und kurz nachgucken kann, wie wird das Wetter. So, sie war jetzt gerade nochmal hier und hat mir gesagt, dass es nicht geht. Eben ging es noch. Jetzt gibt es kein Zurück, also bleibe ich hier. Dann habe ich wenigstens ein Bett und habe leider den Joker gezogen. Aber trockne doch wenigstens so gut es geht deine Klamotten. Okay, dann wird es vielleicht nicht komplett trocken, aber wenigstens so ein bisschen. Selbes Spiel wie gestern. Zum Abend hin geht der Regen los. Boah, ist das eine Scheiße, ey. Dieser Regen ist wirklich Maximum Abfall. Ich meine, im Regen pennen, kein Problem. Aber im Regen Lager aufschlagen, big Problem. Das nervt so rum, weil ich eigentlich alles viel mehr erleben wollen würde und mehr Kram machen würde. Aber ich bin auf diesen Laufweg limitiert. Wenn ich nicht alles nass gehen lassen will. Oh Mann, ey. Er macht den Sneaky-Hasen. Bah, Junge.
What the fuck? Bah! Ich wollte Wasser einfüllen und das ist einfach so Zuckerscheiße. Einfach Sprite geklaut. Real Talk, das kann ich nicht trinken. Nein! Mann! Ich verliere komplett den Fokus. Ich gehe jetzt in die Richtung, wo Autos nach Barcelona fahren. Okay. Und entweder probier's dann da direkt oder ich penne da. Digga, ich bin komplett verloren. Oh. Aber eine coole Aufnahme hast du gemacht, Bro. Ich bin so viel gelaufen heute. $0.99 and $0.67. Oder? Ja. Das nehme ich schon mal mit für morgen. Mach das schon mal ready. Alter, ist hier viel los. Alter, ist hier noch viel los. Ja, hier ist die Autobahnauffahrt. Und hier pacen die Autos durch. Guck mal hier, aber mich da reinlegen. Tab hier auf einer Seite so, bis auf die andere Seite runterlegen. Wäre jetzt nicht der entspannteste Schlafplatz, sagen wir mal so. Und dann ab in den Dreck. Das ist eine Option. Wenn in der Zwischenzeit nicht die Autos die Polizei rufen, dann ist das, glaube ich, tatsächlich meine beste Option. Weil hier kommt auch niemand her. Ich drücke mich so sehr vor der Nacht. Irgendwo in Stadtnähe. Warte, wo hatte denn Dave letzte Nacht geschlafen? Ah, der hat die Nacht im Bus verbracht, ne? Da wird das safe ein bisschen Schlaf gekriegt haben. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich habe aber gesehen, dass hier vorne im Kreisel so Leute am Sprühen sind, als wir mit der Bahn vorbeigefahren sind. Da probiere ich jetzt zumindest noch einen Marker zu organisieren, um schon mal Barça auf das Schild zu schreiben. Dann wäre ich schon mal ready für morgen. Und was wir dann in der Nacht machen, schauen wir mal. Hier ist so Breakdance. Hier vorne sind zwei Turntables, hier machen zwei Leute Mucke. Hier ist komplett Action. Hey, do you have a marker? Can you write Barça? Barça? Barça, Barça. So I can go to Barcelona. I understand. Nice. Perfect. Thank you, man. You're welcome, man. Nice. Oh, das macht die Situation. Was ein Dicker auch noch. Schon wieder erträglicher. Nach jedem Tief kommt ein Hoch, kommt ein Tief, kommt ein Hoch. Wenigstens Zähne putzen. Spinn ich oder war das dezent umständlich? Das kam so random. So, ich habe noch andere Schlafoptionen gefunden. Hier übrigens erstmal im Licht mein Barca-Schild. Hallo, bitte nach Barca. Hier ist überdacht. Einfach mal hallo. Hier könnte gehen, aber da gucken einem halt die Autos zu. Was ich jetzt ganz kurzfristig gedacht habe. Da gucken einem die Autos zu. War das hier. Mhm. Classy. Nee, Bro, da willst du nicht drunter schlafen. Es würde sogar ganz knapp passen. Und jetzt höre ich da schon irgendwelche Ratten. Ich wollte hier gerade reingehen. Fieps, fieps. Mäusels? Aber wenn hier irgendwelche Ratten sind, Alter, dann... Oh. Komm, checken wir einmal. Auch ob ihr irgendwer anders liebt oder so. Weiß ich nicht, ob Ratten so hart Bock haben auf eine Huel-Fertigsuppe, ne? Ja, komm, let's try. Was sagst du, Schkimmini? Deine Ratten, hätten die gegeiert auf einen Suppenbecher mit Huel-Fertigsuppe? Weiß ich ja nicht. Safe wäre nur nicht so gesund für die. Oh no. Gracias. Ciao, ciao. Und damit, welcome to Granada. Alrighty, schauen wir mal, was in Granada an so einem Samstagabend so geht. Parkhaus it is. 24 Stunden offen, das ist schon mal gut. Ja, es ist natürlich mit Aufpasser.
Ich glaube, es wird das Terminal. Ich glaube, es wird das Terminal. Auch wenn es gestern schon das Terminal war. Ich brauche heute ein bisschen geilen Schlaf, weil der Tag war echt anstrengend. Damit ich morgen richtig fit bin, damit wir ein bisschen durchpowern können. Ein bisschen endlich richtig ins Trampen kommen. So, hier sind wir bei der Estación de Buses. Hier sind ein bisschen mehr Security als im anderen Terminal. Aber ja, wir gehen trotzdem jetzt einfach straight auf Toilette. Keine großen Faxen und einfach. Jetzt hat er letzte Nacht nicht so gut geschlafen, weil es auf Klo war. Einen harten Tag gehabt, will ordentlich regenerieren und mal eine Nacht richtig gut schlafen. Lass einfach wieder auf Klo in einem Terminal, oder? Einschließen. Alter, wie dumm ist das denn? 2 Sekunden vor mir geht hier wer in die Toilette rein und ich meine, er hat den Schlafsack in der Hand. Das waren original 2 Sekunden. Er ist so 5 Meter vor mir gelaufen. Ich glaube, der pennt da jetzt echt. Scheiße. Dann wird's wohl echt das Parkhaus. Er ist raus, geil. Geil. Jetzt mach ich mein Bett mal ready und dann geht's in die Haie, weil ich bin krass müde. Die ist auf jeden Fall größer, die Behindertentoilette, als die, bei der er vorher war. Aber die Sache ist halt, das sieht jetzt so aus, als wäre da noch relativ viel los. Da blockierst du natürlich die Behindertentoilette die ganze Nacht, ne? Wirklich richtig kaputt. Oh. Ja, da kann er sich wenigstens lang machen. Good night. Ich habe glorreiche 40,72 € gemacht. Wenn ich morgen 2-3 Stunden durchziehe, dann sollte ich schon bereits in der Lage sein, das Ticket zu kaufen. Ich gehe jetzt hier mit meiner Subterrine irgendwo kochendes Wasser organisieren. Do you have hot water? How much is hot water? Very, very hot? Boiling hot? Very hot, perfect. Yes. Gucken, wann die mich wegschicken, aber ich esse das jetzt hier. Wenn die Suppenterrine noch dampft, GoPro-Akkus alle frisch laden. Es ist warm, es ist trocken. Hayat. Gerade ein Typ aus Ungarn kommt hierher und sagt so, can I book a Uber with you? Und dann haben wir ein bisschen gequatscht, dann habe ich ihm wieder erzählt von meinem Race. Dann hat er mir einen 5er in die Hand gedrückt. Ehre! Ich konnte es gerade leider nicht recorden, aber jetzt sind wir schon bei 45 €. Er braucht 45, oder? Hatte ich das falsch im Kopf? So crazy, ey. Es fehlen noch 10. Es fehlen nur noch, noch 10 Euro. Und ich kann mir das Busticket in 3 Tagen holen. Ich habe mir aufgeschrieben, am 1. April das Busticket kostet 95 Euro. Am 2. April kostet 63, am 3. April kostet 55. Und ich glaube, ich könnte das am 2. April mir schon bald leisten. Heute ist Samstag. Und die Reise geht los am Dienstag. Das sind schon verloren. Das heißt Samstag, 30. März. Das weiß ich, weil ich am 31. März Geburtstag habe und das war dieses Jahr Ostersonntag. Das heißt, wenn es gleich 0 Uhr ist, die feiern in meinen Geburtstag rein, in meinen 30. Tage. Es soll regnen die nächsten Tage. Ich werde beim Flughafen bleiben und setze jetzt gerade, habe ich mich entschieden, alle meine Karten auf eine Flixbus-Karte. Letzte Gameplan. Die schlafen hier alle, dann schlafe ich hier auch. Wichtig, ist jetzt einfach ein Hostelzimmer. So ein Ding, überleg mal, du hast entspannt Geburtstag gefeiert und Brian war zeitgleich am Verzweifeln, oder? Die Frage ist, ob es nicht teurer wird, wenn man kurzfristiger bucht. Das ist eine ausgezeichnete Frage, Simsi. Cozy. Schauen wir mal, was morgen wird. Was wird? Schauen wir mal, was morgen wird. Gute Nacht. Legend. Digga, Jovan lässt es sich einfach gut gehen, ne? Legend, Legends, das war's. Jovan macht einfach Urlaub. Okay. Ich werde auf jeden Fall morgen nicht meinen BlaBlaCar verpassen. Ich werde mit den Jungs grillen. Crazy ist, der Typ meinte so, ach ja, übrigens, jetzt ganz am Ende bei BlaBlaCar, meinte er so, ja übrigens, ich travel mit einer Katze, ich hoffe, das ist kein Problem. Und stimmt, er hat ja eine Katzenallergie. Ich habe gesagt, nee, ist natürlich gar kein Problem, aber ich bin halt einfach komplett allergisch gegen Katzen. Also irgendein Haken musste dran sein, weil es wäre zu perfekt. Das heißt, ich travel morgen mit einer Katze im Auto. Und der fährt irgendwie 12 Stunden oder so, ne? So, bin gegen eine Katze allergisch. Aber egal, das nehme ich mit. Ich dachte mir jetzt so, ich kann doch jetzt nicht sagen, nee. It was a pleasure to meet you. Ready.
pleasure to meet you too, guys. Really appreciate it. Ist die Frage, wie hart allergisch ist er denn? Darf er mit einer Katze in einem Raum sein? Ist es nur, wenn er die berührt? Oder ist die in so einer Transportbox und chillt? Die letzte hat er ja gestreichelt. Nee, hat er nicht. Er meinte, ich würde dich gern streicheln, aber ich bin allergisch. Deswegen, das sehen wir ja. Das werden wir gleich sehen. Okay. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Beeries gesippt. Digga, ich frag mich, was geht bei den anderen? Was macht Brian gerade? Brian, was? Dass die das immer als Übergang benutzen, ne? Zum. Was machst du gerade? Sie machen es schon wieder. Die machen den gleichen Gag jetzt schon irgendwie zum fünften Mal oder so. Aber warum sagt denn Jovan auch die ganze Zeit, ich frag mich, was Brian macht? Warum ausgerechnet so? Oh, scheiße, geil. Ja, so eine heiße Dusche nach allem, was Brian jetzt durchgemacht hat, glaube ich, dass die sich sehr erholsam anfühlen dürfte, ja. Heute mein Handtuch? Scheiße, ey. Wir haben ja kein Handtuch mit. Das bringt gar nichts. Also ich hatte ja, trockne doch einfach so. Also nach dem Duschen stehst du 2 Minuten im Bad, dann bist du schon halb trocken. Dann noch so ein bisschen hier, so ein bisschen der hier und der, dann bist du schon halb trocken. Dann den Rest regelt die Luft. Heute Morgen einen echt guten Start. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Auch wenn die Nacht mit dem Kackehaufen und allem richtig wild war. 1000 Mal habe ich gesagt, ich mache jetzt dies und das und habe die Ideen direkt wieder verworfen. Ganz viele Learnings. Sorry für diesen verwirrenden Tag. Ich weiß nicht, wie das am Ende bei mir aussieht, aber ob es irgendeinem so scheiße ging wie mir heute. Oder vielleicht habe ich mich auch nur angestellt. Ach, es ist ein Entzug auf allen Seiten. So, ja, ich bin Raucher, das ist ein Entzug. Das Handy ist weg. Also jetzt nicht wegen Insta gucken und sonst was, auch einfach wegen Maps und sonst was. Und es ist so ein Entzug auf allen Seiten. Essen, Handy, Kippen, Lost, Regen. Aber das stimmt, aber genau das sind die Bedingungen, die dich zu einem Kämpfer machen würden, Bro. Das ist es. Da zeigt sich die Stärke, Mann, dass du genau da dran bleibst. Tobi, an der Stelle bitte David Goggins Musik, danke. Wenn man das dann alles zusammenrechnet, ja, dann hat mich das ein bisschen demotiviert. Aber jetzt bin ich wieder motiviert und ich gehe jetzt schlafen. Und den anderen Jungs, ich hoffe es echt. Ja, einen motivierten Brian jetzt mal zu sehen, ne? Mit dem Schlachtplan, mit der Strategie, der sich sagt, genau jetzt geht's mir richtig kacke ab, jetzt kannst du noch bergauf gehen, ich brauche eine Lösung. Ich habe keinen Bock weiter in dieser Kacke zu sitzen, ich muss jetzt eine Lösung finden, Bruder. So einen Brian will ich doch sehen jetzt. Cool. Tschüss. Den Brian will ich haben, den Löwen-Brian. Okay, tschüss. Oh mein Gott. So. Im Hotel angekommen. Hier rafft sich heute dann, ne? Gigasas? 2. Nacht. Verbringe ich hier. Geil. Aber das Ding ist, er hat doch so viel Bier drin. Da kannst du unter allen Bedingungen schlafen, oder? Nur 27! 27 Minuten vorher bin ich 30 geworden, yay! Das ist mein Unterschlupf für heute Nacht. Eigentlich besser als erwartet. Sieht top aus, hab's nicht verlernt. Ich mach schnell wieder dumm. Es haben alle ein Dach über dem Kopf, nur Dave hat das jetzt an dem Abend irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, ne? Nur Dave macht jetzt Outdoor. Dunkel. Und sogar auf Rot, weil ich nicht verscheucht werden will. Wenn ich das jetzt abbauen müsste, das wäre wirklich der absolute Horror. So, dann mal rein in die gute Stube. Chillig. So ein komisches Gefühl, weil im Wald ist dieses Feeling, so umschlossen zu sein vom Tarp, richtig geil. Hier ist es richtig scheiße, weil du nicht siehst, was außen um dich ist. Und es sind halt Leute und Autos und so um einen herum. Sehr mulmiges Gefühl. Ich fliege final. Ich habe meine Regenjacke in der Verpackung vom Schlafsack als Kopfkissen. Und jetzt schauen wir mal, wie lange es dauert, bis ich schlafe oder ob ich schlafen kann. Ja, aber wenn du so viel Action-Maction machst und so viel Energie verbrauchst und so, da pennst du dann doch nachts wie ein Baby, Alter. Ich kriege kein Auge zu. Wie zu erwarten.
Jetzt nicht der beste, angenehmste Schlafplatz, ich sag so. Aber Dave liegt ganz vorne, Digga. Aber anders vorne liegt Dave. Das ist so krass, das so im Vergleich nochmal zu sehen, ne? Junge, Brian hat nur noch 5 Euro auf dieser Karte, ne? Oh Mann. Boah, Laurenz ist rich, Alter. Krass, aber streckenmäßig hat Jovan am wenigsten Strecke gemacht? Kommt mir überhaupt nicht so vor. Ich hätte gedacht, Jovan ist schon viel weiter, aber die Sache ist, er hat diese 228 Kilometer halt richtig bequem und angenehm gemacht, ne? Die anderen haben so gefühlt für jeden Kilometer ultra gekämpft, aber Jovan macht halt Urlaub, ne? Ja, Brian, wird schwierig für Brian. Wer weiß, vielleicht, ich würde es jetzt nicht so einschätzen, aber wer weiß, vielleicht wird ihn das noch so richtig aufwecken, doch noch ein Löwe zu werden und doch noch auf die Jagd zu gehen. Wer weiß das schon. Alles andere sehen wir beim nächsten Mal. Bin sehr gespannt. Brian hat mein Herz, er ist mein Spirit Animal. Und hier geht es wie immer zum letzten Part von The Race. Wenn ihr den nicht gesehen habt, dann klickt natürlich auch gerne da rein.